Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Mitglied der Motorfluggruppe Obersimmental und auch deren Webmaster. Außerdem bin ich Webmaster der Flugplatzgenossenschaft Zweisimmen und Redaktor des Aerobeo Info, das ist das Mitteilungsorgan des Aeroclubs Berner Oberland. Wir werden uns gleich ein paar Szenarien zum Thema Motorausfall nach dem Start anschauen im Flugsimulator, aber vorher ein bisschen Statistik. Wir hatten um Zweisimmen herum zwischen 1980 und 87 sechs Unfälle, davon einen mit einem Heißluftballon, der ist hier irrelevant, und vier mit Segelflugzeugen, auch für unser Thema im Moment irrelevant, und einen Unfall mit einem Motorflugzeug, Piper Cherokee, an sich irrelevant, denn es ging nicht um einen Motorausfall nach dem Start, aber die haben aus anderen Gründen eine Notlandung ausgeführt, nördlich des Flugplatzes, und sie haben es überlebt. Also insofern touchiert das schon ein bisschen das, was wir uns nachher gleich anschauen werden. Dann hatten wir lange Zeit Pause mit Unfällen, Gott sei Dank. 2004 gab es dann einen Unfall mit einem Piper Super Cub, einem Schleppflugzeug. Auch da hat der Pilot überlebt. Es war ein Motorausfall nach dem Start. Und schließlich 2015 der Unfall mit einem Leichtflugzeug Icarus. Da sind die beiden Piloten, der Fluglehrer und der Pilot, in der Simme gelandet. Sie haben es beide überlebt. Einer leicht verletzt, einer recht erheblich verletzt. Aber es war überlebbar. Wir sehen also, auch wenn das Risiko für einen Motorausfall nach dem Start sehr gering ist, es kommt auch vor. Und es ist immerhin in 2 von 3 Fällen in Zweisimmen tatsächlich der Fall gewesen. Und wir werden gleich mal sehen, woran das liegen kann. Beim sogenannten Departure Briefing nimmt jeder seriöse Pilot diesen Fall vorweg. Das heißt, er bereitet sich mental darauf vor. Man sagt zum Beispiel, ich starte auf der Piste 35, Hartbelag, trocken. Wenn während des Starts was passiert, sofort abbrechen, Vollbremsung. Wenn direkt nach dem Start was passiert, sofort Nase runter ins Feld voraus. Oder wenn ein bisschen später was passiert, zum Beispiel auf Patternhöhe, in Zweisimmen ist das 4000 Fuß, dann eine Umkehrkurve und auf der Piste 17 landen. Man sagt das immer so leichtherzig, weil es halt zur Routine dazugehört, aber wäre man im Ernstfall wirklich auch bereit? Ich fände es sinnvoll, wenn man so etwas im Simulator übt. Und wenn du es bis jetzt nicht geübt hast, dann schaust dir wenigstens mal an die verschiedenen Szenarien, wo man ausweichen könnte in der Nähe des Flugplatzes Zweisimmen. Für diese Demonstration verwende ich den Microsoft Flugsimulator. Der ist mittlerweile so ausgereift, dass man den sehr gut verwenden kann. Also auch die Flugeigenschaften sind recht zuverlässig. Die Häuser rund um Zweisimmen sehen zum Teil ein bisschen seltsam aus der Nähe, aber sie sind in der Regel korrekt platziert. Das heißt, wir können uns schon darauf verlassen, dass dort, wo wir im Flugsimulator ein freies Feld haben, dass es tatsächlich auch ein freies Feld ist. Wir sehen auch Hochspannungsleitungen und von daher kann man sich, glaube ich, recht gut darauf verlassen, was wir da gleich sehen werden. Als Flugzeug verwende ich einen Robin DR400-180, also mit einem Benzinermotor, einem Lycoming 0360 mit 180 PS. Entspricht ungefähr dem, was wir seit kurzem haben in der Motorfluggruppe Obersimmental, also der Hotel Bravo Kilo Foxtrot Lima. Da es nicht ganz dasselbe Flugzeug ist, habe ich es Kilo Lima Foxtrot genannt. Eingestellt habe ich einen halbvollen Tank. Das sind in meinem Flugsimulator ungefähr um die 40 Liter und 2 Piloten, respektive einen Pilot und einen Passagier mit je ungefähr 77 Kilo Körpergewicht. Ich spreche übrigens Hochdeutsch aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben ja nicht nur einheimische Piloten, die in Zweisimmen landen und starten, sondern auch Besucher. Und da könnten auch Freunde aus der Romandie oder aus dem Ticino dabei sein. Und die sollen auch etwas davon haben. Wenn man alle Schweizer Flugunfallberichte studiert, die mit einem Motorausfall nach dem Start zu tun haben, dann findet man 3 Hauptgründe.
entweder ein schlecht gewartetes Flugzeug oder eine falsche Einstellung des Tankwahlschalters oder eine falsche Betankung, also dass man zum Beispiel Diesel in einen Benziner einfüllt und umgekehrt. Daraus folgt, dass wir diese Unfälle weitgehend vermeiden können, wenn wir das Flugzeug vorschriftsgemäß warten, immer die Checkliste durchgehen, auch nach dem 10. Schleppflug und natürlich nach jedem Tanken den Benzintank drainen und prüfen, ob das Benzin die richtige Farbe hat. Bevor wir von der Piste 35 starten, wollen wir uns erstmal mit der Drohne ein bisschen umschauen, nördlich vom Flugfeld, was es da für Möglichkeiten gibt. Der Motorausfall 2004 mit der Piper Super Cup, das war direkt nach dem Start und beide Flugzeuge, also das Schleppflugzeug und das Segelflugzeug, sind hier auf diesem Feld gelandet. Beide haben es überlebt. Wenn der Motorausfall etwas später passiert, gäbe es hier eine Möglichkeit, in diesem ansteigenden Feld zu landen. Oder auch hier nach der nächsten Häuserzeile. Das ist auch das Feld, wo 1987 diese Piper Cherokee mit 4 Personen an Bord notgelandet ist, nachdem sie gemerkt haben, dass der Nebel eben doch zu tief liegt. Und alle 4 haben das ebenfalls überlebt. Das hier ist der Mannenberg. Und wenn es hier passiert, wird es schon ein bisschen prekärer, aber da hat man dann in der Regel schon eine Höhe, wo man eine Umkehrkurve fliegen kann. Der Unfall 2015 mit dem Leichtflugzeug Icarus, die haben also dann tatsächlich eine Umkehrkurve geflogen und dann gemerkt, dass der Motor keine Leistung mehr abgibt. Das lag allerdings an einem, ich sag mal, Konstruktionsfehler. Der Motorhersteller empfiehlt nämlich, dass man einen mechanischen Stopp beim Gashebel installiert. Und das war nicht der Fall. Das heißt, man konnte tatsächlich ein bisschen über den Leerlauf hinausgehen. Später bei Experimenten hat man dann festgestellt, dass da tatsächlich der Motor abstellen kann. Die sind dann hier im Wasser gelandet, beim Zusammenfluss von der kleinen zur großen Simme. Warum der Fluglehrer beschlossen hat, nicht im Feld zu landen, ich kann nur spekulieren. Entweder gab es da Kühe, es war April, oder er hat, und das wäre ziemlich schlau, gedacht, lieber im Wasser landen, falls ein Brand ausbricht. Ja, dann wollen wir mal starten. Der neue Robin mit Benzinmotor ist natürlich nicht wie früher der Turbodiesel, also man muss schon sehr genau auf die Verfahren achten. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, soll man bei 100 Stundenkilometern schon abheben und dann auf geringer Höhe noch ein bisschen Geschwindigkeit gewinnen oder soll man ein bisschen länger auf der Piste bleiben, damit das Steigen dann auch ein bisschen leichter vonstatten geht. Bei 120 die Klappen einfahren und nehmen wir an, es passiert kurz vor dem Campingplatz, dass der Motor ausfällt. Das ist wahrscheinlich ziemlich realistisch, wenn es da irgendein Betankungsproblem gab zum Beispiel. Ich würde die Klappen sofort ausfahren. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, weil es heißt ja, da sinkst du zu schnell, aber immerhin beugt man damit einem Strömungsabriss vor. Ja, das war jetzt eine sehr harte Landung. Wahrscheinlich hätte man es trotzdem überlebt. Wir wollen mal schauen, ob wir es beim zweiten Versuch besser hinbekommen. Selbe Stelle. Natürlich braucht es einen Moment, bis man es realisiert. Man hört das Motorengeräusch, das leiser wird. Man sieht, dass die Geschwindigkeit zusammenfällt. Ich gebe mir so eine Sekunde. Vielleicht würde es auch ein bisschen länger dauern, aber sobald man es realisiert, ist natürlich klar, erstmal Nase runter, damit man nicht im Strömungsabriss landet. Dritter Versuch. Diesmal können wir schon ziemlich früh mit VY, also mit 145 Stundenkilometern, steigen. Es passiert etwas später, etwa auf der Höhe des Campingplatzes.
sofort Full Flaps, meiner Meinung nach, um dem Strömungsabriss entgegenzuwirken und natürlich so lange fliegen, wie es geht. Und das ist doch jetzt ganz gut gelungen. Man sieht also, wenn man ein bisschen übt, und ich wäre sehr dafür, dass wir bei internen Weiterbildungen tatsächlich auch jeden Piloten das mehrmals üben lassen. Nochmals dasselbe Spiel, diesmal bleibe ich etwas länger auf der Piste, damit ich nachher richtig schön Höhe gewinnen kann. Hoppla, was ist da los? Nase runter, rechts ins Feld, Flaps setzen. Schauen, was frei ist. Und auch das ist nach einem kurzen Hüpfer ganz gut gelungen. Lima Sierra Tango Zulu Traffic Robin Hotel Bravo. Kilo Lima Foxtrot taking off runway 35 departing straight out. Beim nächsten Versuch wollen wir schauen, was passiert, wenn der Motorausfall kurz vor dem Mannenberg passiert. Da wäre es natürlich von Vorteil, wenn ich vorher ein bisschen nach rechts ausweiche. Es gibt ja aus Lärmschutzgründen in Zweisimmen drei Möglichkeiten. Entweder Runway Heading, also immer schauen, dass man den Campingplatz nicht überfliegt. Oder wenn man mehrere Platzrunden macht, ist es schön, wenn man ein bisschen variiert. Einmal rechts raus, einmal links raus. Hier in diesem Fall hat es sich bewährt, tatsächlich ein bisschen nach rechts auszuholen, damit dann eben auch eine Umkehrkurve möglich ist. Ja, hat gerade noch geklappt. Es ist natürlich sehr gut möglich, dass sich das Flugzeug aufgrund des unebenen Bodens überschlagen würde. Aber wenn man die Flugunfallberichte der Schweiz liest von den letzten 30 Jahren, dann sieht man, dass solche Unfälle in der Regel überlebbar sind, selbst dann, wenn sich das Flugzeug überschlägt. Wir schauen uns noch die Situation an, die der Schlepppilot im Jahr 2004 mit dem Piper Super Cup erlebt hat. Da war wirklich kurz nach dem Abheben der Motorausfall und er ist in diesem Feld hier notgelandet. Also direkt hinter der kleinen Simme, die da von Sannenmöser herkommt. Motorausfall auf Patternhöhe, also 4000 Fuß, erster Versuch. Hoppla, da ist was, Nase runter, Umkehrkurve. Flaps gesetzt, möglicherweise zu früh auf dieser Höhe. Denn das reicht nicht mehr über den Mannenberg, also muss ich hier unten etwas suchen. Ja, bin ich noch viel zu schnell. Hätte ich wahrscheinlich auch den Baumwipfel schon gestreift. Nicht vorbildlich. Mit Sicherheit hätte es das Flugzeug überschlagen, möglicherweise überlebbar. Als nächstes schauen wir uns mit der Drohne das Gelände südlich des Flugplatzes an, also wenn wir von der Piste 17 aus starten. Da gibt es hier unten ein Feld, aber Vorsicht, da hat es eine Hochspannungsleitung. Und da sieht es auch nicht gerade einfach aus. Es gibt eine Möglichkeit, die ist kurz nach dem Schloss Blankenburg, hier links in diesem Feld. Wir werden das nachher gleich mal ausprobieren, ob das klappt.
Ja, dann gibt es hier wieder freie Felder, wobei auch hier aufgepasst, Hochspannungsleitung. Und wenn es hoch genug passiert, also auf Patternhöhe, müsste es möglich sein, den Flugplatz St. Stephan zu erreichen. Auch das werden wir nachher ausprobieren. Zum Start auf der Piste 17 musst du wissen, dass Segelflugschlepps niemals auf der Piste 17 stattfinden. Die Piste 17 wird ja nur dann verwendet, wenn der Wind wirklich von Süden kommt, und zwar relativ stark oder mittelstark, sodass ein Start auf Piste 35 eher nicht möglich ist. Also musst du damit rechnen, du siehst da vorne den Hügel, du musst damit rechnen, dass du ins Lee kommst, dass es dich also da noch runterdrückt. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass du im ersten Steigflug ein bisschen Richtung Osten drehst, damit du da um diesen Hügel herumkommst. Trotzdem, es ist relativ eng hier und daher auch ein bisschen schwieriger, einen Notlandeplatz zu finden. Hier passiert's, hoppla, Nase runter. Und jetzt ist es natürlich sinnvoll, geradeaus in dieses Feld zu fliegen. Vorsicht, links von der Simme, Hochspannungsleitung. Wir haben natürlich auch etliche Häuser hier, denen wir ausweichen müssen. Ja, da hätte sich das Flugzeug wahrscheinlich überschlagen, aber wie gesagt, vermutlich überlebbar. Nächstes Experiment. Wir sind gerade am Schloss Blankenburg vorbeigeflogen. Und es sieht alles gut aus soweit. Ob das realistisch ist, kann ich nicht beurteilen, dass das also erst auf Patternhöhe geschehen würde. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, was genau der Grund ist für diesen Motorausfall. Und da kommt schon der Flugplatz St. Stephan in Sicht. Mal sehen, bei Patternhöhe wird gleich soweit sein, auf 4000 Fuß kommt der Motorausfall. Braucht einen Moment, bis man es realisiert. Jawohl, Nase runter. Und bis jetzt sieht das ganz gut aus. Mal schauen. Jetzt habe ich mal Flaps gesetzt. Das sieht man jetzt nicht, aber ich habe bereits Full Flaps. Und das schaut doch ganz gut aus. Vielleicht ein bisschen kurz gelandet, aber macht ja nichts. Für eine Notlandung ist es völlig okay. Ja, Bilderbuch und aufatmen. Noch ein Versuch, immer noch Piste 17, diesmal ein Motorausfall ziemlich kurz nach dem Abheben. Hier passiert's, gibt nur diese eine Möglichkeit hier, Achtung auf die Hochspannungsleitung. Und auch das sieht ganz gut aus. Falls du jetzt denkst, naja, das ist halt der Flugsimulator, der vergibt einem ganz viel. Nein, so ist das nicht. Ich habe etliche Versuche gebraucht, bis ich ein bisschen Sicherheit erlangt hatte. Und ich zeige dir gern mal einen missglückten Versuch. Diesmal passiert der Motorausfall kurz vor dem Schloss Blankenburg. Hier passiert's.
und ich bin nicht vorbereitet. Ich habe mich noch nicht erkundigt nach diesem Feld dort links. Versuche es hier. Und es misslingt gründlich, wie man sieht. Das geht definitiv besser. Diesmal versuche ich es da links in dem Feld. Das da unten ist, glaube ich, eine Garage, wenn mich nicht alles täuscht. Und dahinter ist ein Feld. Da muss man natürlich schauen, dass man nicht die Bäume streift. Aber es könnte gehen. Ja, da hat es vielleicht noch den Flügel weggeputzt, aber auch das dürfte überlebbar sein. Noch ein Versuch, dieselbe Situation. Nase runter, Full Flaps, links ins Feld. Schauen, dass man nicht die Bäume streift. Ja, läuft nicht ganz so gut wie vorhin, aber wahrscheinlich auch überlebbar. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, dass ich dir nützlich sein konnte und natürlich rechne ich damit, dass du dieses Wissen niemals brauchen wirst. Tschüss, Servus und auf Wiedersehen, dein Hans-Peter Zimmermann.